So, zurück zum ersten großen Rätsel im Tempel. Hier geht es jetzt, wie gesagt, die Schalter in der richtigen Reihenfolge zu bewegen, nach dem Muster, das wir vorne gesehen haben, nach dem Farbmuster. In der Regel könnt ihr da rumprobieren, solange wie ihr Lust habt. Manchmal werden aber auch Monster getriggert, wenn es falsch ist. Ich glaube hier aber nicht. Falls es draußen mal etwas lauter wird, ignoriert das einfach. Hier fahren öfter mal der Schneeräumdienst durch oder der Winterdienst. So, war das richtig? Ja, das Tor ist aufgegangen. Und wir können wieder raus. Und das müsste jetzt auch ein paar andere Tore geöffnet haben, oder? Ach nee, das war doch nicht auf. Ich habe es leider nicht gehört, dass irgendwas aufgeht, weil ich keinen Ton an habe. Ich schaue mir halt nochmal die Symbole an. Die werden halt von links nach rechts quasi eingegeben, sodass sich dann ein Mechanismus öffnet. Ich glaube, es betrifft zum Beispiel das Tor ganz unten, wo wir rein wollten. Und das da, wo wir die Skelette durch kaputt gemacht haben. Diese beiden Tore müssten sich dadurch öffnen. Und da seht ihr schon, in einer spektakulären Zwischensequenz gehen die Tore auf. Und auch die dunklen unterirdischen Gänge. Und in diesen Schächten erwarten uns ein paar kleinere oder größere Monster, die uns schon bekannt vorkommen. Das sind nämlich die allseits beliebten Minecrawler, die man aber kaum sieht hier im Dunkeln, vor allem weil dieses weiße Zeug, oder Spinnweben sind, keine Ahnung, oder so ein Sabber von denen, die sehr, sehr tarnt. Meistens sieht man die wirklich erst, wenn die vor einem stehen oder man angegriffen wird. Hier gibt es noch ein geiles Schwert, Blutschneide, aber das dürfte auch schwächer sein. Obwohl schon recht stark ist, 85. Aber von meiner geilen Axt trenne ich mich nicht. Hier ist die andere Seite des Skelettraums, so nenne ich ihn mal. Aber wir gehen jetzt mal in die Richtung, weil hier wartet jetzt nämlich gleich der erste untote Ork-Priester. Und da ist der erste Elite-Ork. Ihr seht die Rüstung. Und er kommt runter. Und da kommt noch ein Minecrawler natürlich. Und wie ihr seht, man sieht nichts. Ja, wie ihr sehen könnt, hat er uns mit einem Schlag fast den halben Balken weggekloppt. Also muss man echt unglaublich aufpassen. Diese Tempel-Minecrawler sind eigentlich kein Problem. Die sind nicht viel stärker als diese Elite, oder wie hießen die nochmal, Minecrawler? Minecrawler-Kämpfer oder Warrior hießen die ja. Obwohl ich glaube, dass das vergessen wurde zu übersetzen. Oder die haben versehentlich die englische Version da reingeballert. Da ist der nächste Elite-Ork und da muss man wirklich vor jedem Kampf meistens speichern. Weil das so schnell gehen kann, dass man da ins Gras beißt. Es kann schnell frustig werden. Deswegen sollte man auch die Armbrust halt oft bereithalten hier. Da kam ich später besser mit klar. Und da ist es schon passiert. Ach, Tempelwächter heißen die, nicht Elite-Krieger. Habe ich jetzt mal nicht rausgeschnitten, weil wir gleich wieder da sind. Also, ihr seht, zwei, drei Schläge und man ist tot, trotz dieser geilen Rüstung.
Ab hier werde ich auch viel, viel, viel Heiltränke zu mir nehmen. Und ein Skelett. Die können massengefährlich werden, aber alleine meistens nicht. Da kommt schon das nächste. Kommen die alle her? Ein Nest hier. Kratsch, ist es weg. Jetzt ist der Weg frei zum ersten Zwischenboss. Obwohl das Wort Boss in Gothic eigentlich nicht wirklich passend ist, weil wirklich stark sind die alle nicht. Ein Raum, der nach Falle aussieht. In der Mitte ein großes Loch, wo man was reinstecken kann. Was das ist, die Bewandtnis von dem Teil wird gleich erklärt. Wir sind erstmal eingesperrt und müssen uns dem stellen, was da kommt. Das ist ein Schalter. Und damit schwant, dass was Übles kommt, bereite ich mich vor. Und auch hier muss ich wieder in der richtigen Reihenfolge, glaube ich, die drehen. Oder ist das bloß ein Türschalter? Nee, es dürften, glaube ich, Rätsel sein. Ecken sind frei. Ja, dann drehen wir mal. Ihr seht, das war falsch. Dafür kriegen wir gleich einen Dämon auf den Sack. Dämon meinte ich. Nicht Dämon. Das ist halt das Zeichen, dass wir es falsche Reihenfolge gemacht haben. Hier war ich nicht sicher, welche Reihenfolge überhaupt wichtig ist, weil hier keine Zeichen sind. Es kann sein, dass es die gleiche ist wie am Anfang. Aber die habe ich schon wieder vergessen zu der Zeit. Und wieder falsch. Natürlich ist es der letzte Schalter. Also muss mit dem angefangen werden. Ach, es gibt bloß einen richtigen, so ist das. Und da ist der erste untote Priester. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich! Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Und wie ihr seht, haben die nicht viel drauf, aber bringen Unmengen an Erfahrung. 8000 Punkte. Und das ist das Schwert des untoten Ork-Königs. Es ist aber nicht zum Kämpfen gedacht. Es ist dafür gedacht, in diese Vertiefung reingesteckt zu werden, um hier rauszukommen. Wie gesagt, wir sammeln 4 oder 5 von diesen Dingern ein, weil wir die später für eine Tür brauchen. Ganz, ganz, ganz hinten am Tempel. Und dafür müssen wir die Jungs alle platt machen. Sonst kommen wir nicht weiter. Das Ding taucht, glaube ich, nicht bei den Waffen auf, sondern bei den Gegenständen, glaube ich. Ich suche das gerade. Ist aber auch nicht so wichtig. Da 5 Ork-Schamanen gibt es da stets. Und das war Nummer 1. Damit ist diese Kammer erledigt und wir schließen die jetzt auf. Da, das ist das Schwert von dem gewesen eben. Und wir können uns weiter ins Innere des Tempels wagen. Schauen wir uns mal die andere Seite an.
Kann sein, dass hier wieder ein paar Skelette rumrennen oder Magier. Hier hat man jetzt mehrere Möglichkeiten, wo man lang geht. Links, rechts, geradeaus. Und alle müssten zu bestimmten untoten Priestern führen, alle Pfade. Finde ich schön, ist relativ abwechslungsreich gemacht. Ist eigentlich ein schöner Dungeon, auch wenn ich ihn persönlich etwas zu lang gezogen finde. Das merkt man vielleicht jetzt noch nicht, aber... Oh, das ist ein Skelett. Aber später. Aber das zeigt auch, dass Piranha Bytes jedenfalls zu der Zeit es auch drauf hatte, begrenzte Areale gut zu bauen oder schick auszustatten oder sinnvoll zu füllen. So, jetzt kommst du ran, Skelettpriester. Gehst auf den Geist. Magier, okay. So, da wo ich gerade hinschaue, seht ihr Säulen, die müssen wir erst runterlassen. Und dann müssen wir die so halt Stufe für Stufe erklimmen, wie so eine Treppe. Dazu brauchen wir aber wieder erst einen Schalter. Zu der Zeit wusste ich gar nicht mehr so richtig, wie die ganzen Rätsel funktioniert haben. Aber die meisten sind einfach, eigentlich einfache Schalterrätsel. Wenn man dann den Schalter findet und auch weiß, wo der was öffnet. Aber meistens gibt es ja so eine Zwischensequenz, die zeigt, wo sich was tut. Wie halt vorhin bei dem Tor. Huch, jetzt habe ich bestimmt zu doll im reingeschrien ins Mikro. Jetzt hat sich es bestimmt gerade überschrien. Müssen wir da wegschieben. Wir gehen mal von links nach rechts vor. Das mache ich eigentlich meistens in Rollenspielen, wenn es mehrere Pfade geht. Fange ich von links an und dann arbeite ich mich quasi im Uhrzeigersinn vor durch die Eingänge. Und da ist der nächste. Ach nee, ist ein Ork. Das ist ein Tempelkrieger. Ich dachte, das wäre ein Priester. Und der ist lethargisch. Manchmal ist es gut, dass die glitschen und wir die dann locker wegpusten können. So wie eben. Hier ist eine kleine Nische mit ein paar coolen Tränken nochmal. Und zwei ominöse Schalter. Und nochmal ein Schwert natürlich. Götterschlag. Schmetterschlag meinte ich. Hatte 80 gehabt, glaube ich. Auch zu schwach. Da sind auch Symbole dran. Einmal eine dunkle Sonne und einmal eine helle Sonne oder ein Mond. Keine Ahnung, was es sein soll. Einmal Nacht, einmal Tag vielleicht. Ich drehe einfach mal. Okay, das war der falsche Schalter. Der hat uns eingesperrt. Und wir werden dafür zerquetscht. Das heißt, nochmal neu laden. Eine fiese Falle. Und da geht die Nordtür auf, die müsste das sein. Und die, wie ich schon sagte, die Treppen werden erstellt. Und unten geht das Tor auch noch auf, glaube ich. Da habe ich jetzt gar nicht geschaut, aber da unten ist auch ein Tor. Aber ich glaube, hier gehe ich erstmal nicht geradeaus, sondern rechts. Da verstoße ich quasi gegen meine eigene Maxime, die ich gerade erklärt habe. Aber naja. Weil ich irgendwie das so im Kopf hatte, dass ich immer erst hier lang gegangen bin, obwohl die Reihenfolge, wie gesagt, vollkommen Banane ist. Hier ist das ein bisschen doof gelöst.
Okay, das habe ich jetzt geschafft. Ich bin oft hängen geblieben auch dazwischen. Man fällt einfach runter, weil man nicht springen kann. Da springt man zu weit. Und hier mache ich jetzt mal ein bisschen Gebrauch von der Armbrust, um den Idioten wegzupusten. Und wie ihr seht, die Armbrust macht gut Schaden. Und hinter dem Tor erwartet uns schon der zweite Priester. Ja, glaube ich. Da ist er. Sterblicher! Deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Ich finde es ja süß, dass der Held sich immer eine neue Beleidigung ausdenkt. Also Madensack und was ich was. So, der Raum ist etwas mysteriöser, deswegen habe ich auch neu geladen, weil ich habe da komplett versagt. Weil hier unten, wenn das Tor aufgeht, sind da Spikes. Und ich kam partout nicht mehr drauf, wie man da durchkommt. Weil man muss da unten rein, um das Tor wieder aufzumachen. Und ich dachte, man kann langsam durch die Spikes gehen, aber das geht nicht, man stirbt trotzdem. Man muss die erst wieder aus- oder einfahren. Seht, das Tor ist offen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die schon reingefahren sind. Ich sehe das jetzt überhaupt nicht. Ja. Die werden ein- und ausgefahren oben irgendwie, wenn man da rumläuft. An der Kante da. Hier sind noch ein paar Mumien. Das kennen wir schon aus. Tränken, die permanent steigern. Wie auch im Orkfriedhof. Und da oben auf dem Sarkophag rechts seht ihr schon den Schalter. Der ist ja absolut riesig. Also zu übersehen ist er nicht auf jeden Fall. Und der muss auch gedrückt werden natürlich, um rauszukommen. Was ich gerade vergessen habe. Klick. Geschick. Wow. Das sind schon stärkere Tränke. Mana 15. Nochmal 15 und nochmal 3 Stärke. Geile Sache. Alles umsonst. So mag ich das. Stufe 27 sind wir jetzt. Okay. Hier levelt man, wie gesagt, relativ schnell. Schon aufgrund der Priester. Ah, was vergessen? Der Schalter ist sinnlos, der macht bloß das Tor wieder zu. Wenn es das alte Gothic gewesen wäre, wäre der wahrscheinlich nie wieder aufgegangen, befürchte ich. Und auch hier braucht er erstmal 2 Klicks, bis das Ding aufgeht. Typisch Gothic. Na, die Skripts sind echt so geschrieben, als ob die nur dann und wann Lust haben zu funktionieren. Oh, da habe ich Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt. Ja, manchmal klappt das mit den Schüssen, manchmal nicht. Es ist immer so eine Sache. Und das, obwohl ich schon voll ausgebildet bin, aber... wer weiß, woran es liegt. Vielleicht am Geschick, obwohl das Geschick, glaube ich, nur dafür da ist, wie groß der Schaden ist. Und nicht, wie genau man zielt. Ich glaube, das ist nicht mehr drin. So, wo geht's denn hier schön lang? Mal schauen.
Noch ein Ork. Ha. Ein weiterer großer Saal. Und was ist da unten los? Sieht ruhig aus. Zu ruhig. Da wären wir auch hingekommen, wenn wir halt durch das Haupttor gegangen wären. Ich habe die Armbrust damals in die Hand genommen, weil die, wie gesagt, auch mal checkt, ob Gegner in der Nähe sind. Aber ich glaube, die würden wir auch sehen, weil so dunkel ist es ja nicht. Also können wir, glaube ich, mit Vorsicht oder ohne Vorsicht nach unten pirschen. Hier hätten wir auch durch den Tunnel gehen können. Aber es ist, wie gesagt, egal, ob man oben lang geht durch den Tunnel oder durch den Fronteingang. Kann sein, dass wir hier noch ein paar Mindcrawler platt machen können. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Nö. Und da ist das Tor aufgegangen. Doch, einer ist da noch. Okay. Holen wir uns die Punkte. Obwohl 2,50 nichts mehr wert sind. Genau, jetzt sind wir wieder da in der Haupthalle. Wenn wir jetzt nach rechts gehen, kommen wir wieder da rein, wo wir eben waren. Ist hier nochmal zum Schlachten? Nee. Sonderbarer Stein. Mhm. Ach, da ist noch ein Wächter. Habe ich mich vertan? Also ist es doch nicht so gewesen, dass man da auch zur Höhle kommt. Verzeihung, habe ich mich vertan. Der dritte Wächter wartet. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. So, du kleiner Furzi, weg ist er. Drittes Schwert. Aber erst schauen wir uns noch um. Schauen, was seine Krypta hergibt. Ah, ein Sarkophag oder was das sein soll. Und eine Spruchrolle. Wie, das war's schon? Hm. Das ist ja schade, aber gemütlich ist es ja schon hier. Hier könnte ich mich auch gerne zuletzt zur Ruhe betten. Ach ja, diese 5 Ork-Schamanen waren die übrigens den Schläfer angerufen haben. Da stand ja eben da. Das heißt, die sind quasi eigentlich für den ganzen Scheiß hier verantwortlich. Da ist der Tod nur gerecht. Obwohl, sie sind ja schon tot gewesen oder untot. Nichtsdestotrotz gehen wir weiter durch diesen, oder zurück. Zurück war das eher, ne? Zurück zur Haupthalle. Zur nächsten. Und schauen uns die nächsten Rätsel an. An dem ich ein bisschen gesessen habe. Aber das schneide ich auch teilweise raus, das sinnlose Rumrenne. Ich habe da echt lange gebraucht, bis ich da gecheckt habe, dass da und da noch ein Schalter versteckt ist. Beziehungsweise, dass man manche Schalter anschießen muss, damit die gehen. Aber zuerst holen wir uns die Mindcrawler. Und, Templar. Guababa. Das sind übrigens fanatische Templer. Die greifen einen sofort an. Das heißt, die könnt ihr sofort umlegen. Die sind auch nicht unstark, sind auch sehr gefährlich. Du Wurm, greifst du mich an? Na warte! Ich muss ein bisschen Abstand zwischen uns bringen und dann kann ich das Schwert ziehen in Ruhe. Oder ich renne einfach wie ein feiges Hühnchen davon. Ich weiß gar nicht, was meine Intention hier gerade ist. Los, stell dich deiner Angst. Feigling. Alibaba. Guabuba. Boba Fett.
Oh, meine Güte, war das knapp. Uiuiuiui. Ich sollte den vielleicht abstechen, sehe ich gerade. Er lebt nämlich noch. Glaube ich. Ja. Das wird dir noch sehr leid tun. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Tu dich mal bereit. Zack, und weg ist er. Und tschüss, Junge. Also ich habe es vorweggenommen natürlich wieder. Eigentlich ist es ja auch so, dass man die nicht sofort angreift mit dem Bogen, sondern erst mit denen spricht. Ich habe das jetzt mal andersrum gemacht. Aber wie ihr gelesen habt oder gehört habt, hat der Kalom seine Finger im Spiel, wie wir uns schon gedacht haben, der nach der Beschwörung im Sumpflager abgehauen ist mit ein paar loyalen Templern. Und hier ist er gelandet und will den Schläfer anrufen und die Welt ins Chaos stürzen. Zeit, mit diesem Hund abzurechnen. Der war mir ja nie geheuer. Oh, das ist hier ein Raum voller Stacheln. Hier sollte man nur langsam durchspazieren, also gehen. Dann gehen die, glaube ich, nicht auf. Aber es kann auch sein, dass ich das mit Tomb Raider oder sowas verwechsle. Jedenfalls habe ich mich nicht getraut, hier zu laufen. In irgendeinem Spiel war das so, dass man durch die Spikes durchgehen kann und damit man nicht getötet. Das heißt, es hier nach Knöpfen suchen. Einen sehe ich da schon, da an der Wand rechts. Und oben diese riesen Blöcke, diese Vierecke habt ihr vielleicht gerade gesehen, an denen ich vorbeigelaufen bin. Die kann man mit dem Bogen anvisieren und wegschießen. Da oben zum Beispiel. Und das wusste ich nicht mehr. Weil die auch nicht angezeigt werden, solange man den Bogen nicht zieht. Und ich glaube, selbst dann werden die nicht angezeigt, sondern bloß angedeutet, weil er in die Richtung zielt. Das wurde nicht gut gelöst, muss ich sagen. Oh, 92, Rachestahl. Schwerter werden stärker. Aber hierum kümmern wir uns sowieso erst in der nächsten Folge. Wir müssen uns erstmal den Raum hier anschauen und die Mindcrawler noch töten. Da war schon der erste Schnitt, wo ich ewig rumgelaufen bin, bis es geklappt hat. Oh, mache ich es doch in dieser Folge noch, so wie es aussieht. Okay, der Hebel macht das Tor zu. Das Ziel ist es halt, rechts das Tor aufzubekommen da. Habe ich nochmal geschnitten. Weil es ist nicht der Schalter, sondern glaube ich hier einer. Alter, was war das denn da oben schon wieder? Ich sage, Ruhe aufnehmen geht hier einfach nicht. Da rechts drin ist ein Schalter, den müssen wir anschießen und dann kommen wir weiter. Da, zack, ist das Tor auf.